Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit eurem Duckmobil. Genau, es wird tierig. Hört ihr die Schafe im Hintergrund? Ich stehe hier an einem Schäferwagen. Wo sind die zwei jetzt schon wieder gelandet, fragt ihr euch bestimmt. Wir sind auf dem Schäfer- und Erlebnisbauernhof von Tessa und Roloff. Warum sind wir hier? Weil wir nämlich nur 9 Kilometer vom Oberlenk weg sind und wir dort etwas gestern zu erledigen hatten. Wir sind hier direkt hinter der deutschen Grenze. Der Erlebnisbauernhof gehört zu Winterswick-Cotten und wir sind hier nur ein paar hundert Meter zur deutschen Grenze von Borkenörding entfernt. Von daher ein super ruhiger, idyllischer Platz, fernweg von jeglichem Trubel, wer die bekannten Wohnmobilstellplätze und Campingplätze in der direkten Nähe des Oberlink kennt und sagt, boah, da ist es zwar ganz schön trabbelig, aber ich will ja zum Oberlink und komme von da aus gut dorthin, der hat hier die perfekte Alternative. Das ist ein Stellplatz, den haben selbst wir in der Art noch nicht erlebt. In Dänemark hatten wir schon mal ein Reh vom Wohnmobil stehen. Hier hast du Fasane, Enten, Gänse, Hühner, Schafe, die an dir vorbeimarschieren. Und das alles zeigen wir euch jetzt in diesem kurzen Video. Der Stellplatz bzw. der Campingplatz ist im Aufbau. Es gibt viele Ideen, vieles muss noch gemacht werden. Aber wer mit dem Wohnmobil anreist, kann hier definitiv eine ruhige und schöne und sehr idyllische Zeit verbringen. So, das zeige ich euch jetzt alles. Ihr biegt von der Hauptstraße ab und dann fahrt ihr diesen unbefestigten Weg entlang. Die kommt hinten von der Hauptstraße, die von Stockholz Richtung Winterswick weit führt. Und dann fahrt ihr hier entlang. Ihr bleibt einfach auf dem Weg, fahrt immer geradeaus. Nicht hier eure Türen lassen. Nicht da abbiegen, wie wir es gemacht haben. Da habt ihr kaum Wendemöglichkeit. Und dann seht ihr auch schon ein minimalistisches Schild. Camper 50 Meter rechts. Und dem folgt ihr einfach. Wir sind hier auf einem Schäferhof. Und hier ist es sehr ländlich. Ihr biegt dann an der Gabelung hier ab, folgt weiter dem Schotterweg bis auch gleich auf der rechten Seite oder als Markierungspunkt diese alte Kutsche hier ein kleines Campingschild kommt. Und dann fahrt ihr hier auf die Wiese. Die Herfahrt erfolgt auf dem geschotterten landwirtschaftlichen Weg, wie wir euch ja eben gezeigt haben. Dazu muss ich sagen, hohe Fahrzeuge haben da vielleicht ihre Probleme. Und auch wir haben hier und auch den anderen Zweig mit unseren 7 Metern berührt. Wer so blöd ist und in den falschen Weg einfährt, der hat danach auch das ein oder andere neue Muster. Hier inklusive. Fahrt einfach den Weg, wie gezeigt, ganz geradeaus. Da geht es im Grunde vom Platz auf dem Stellplatz her, haben hier auch Schlachtschiffe Platz. Aber ich würde jetzt so ein Morello nicht den Weg runterfahren. Also definitiv habt ihr da Meeresrauschen von oben. Also das geht nicht. Wir haben mit unserer Höhe von unter drei Metern noch gerade so das hinbekommen, aber Karthago C-Liner ginge noch und danach wird es kritisch. Meine Auffassung. Dann kommt ihr hier auf diese wunderschöne Wiese, super gemäht, wird auch von den Schafen kurz gehalten. Sie ist mega befestigt, überwiegend sehr gerade. Wir haben hier die 2 Nächte, die wir hier verbracht haben, zwischen einem und 3 Wohnmobile gestanden, alle jeweils ohne Keile. Wenn du zu weit an die Hecken ranfährst, wird es ein bisschen abschüssig. Wasser muss ja auch ablaufen. Da müsstest du auf Keile fahren. Hältst du aber den Abstand von 1,50 Meter, 2 Meter, bist du absolut plan. Schön ist hier,
dass genügend Stromanschlüsse vorhanden sind. Stromanschlüsse sind immer in der Kombi mit dem Wasseranschluss. Und wir haben überall diese Picknicktische plus hier vorne noch den Picknicktisch hinter dem Gatter an der Wiese, wo ihr zum Beispiel mit euren Hunden eine Runde drehen könnt. Hunde sind hier erlaubt, müssen aber die ganze Zeit an der Leine geführt werden, auch wenn sie sich vor dem Camper aufhalten, weil hier ab und zu eben die Tiere rumlaufen. Und wenn euer Hund einen Jagdtrieb hat, könnte das ein oder andere Huhn ein paar Federn vielleicht lassen. Gassi-Runden, sage ich an der Stelle direkt, wird vom Betreiber her auch gebeten, dass ihr die außerhalb dieses Platzes führt. Hier gibt es so viele Wege, da kann euer Hund stundenlang laufen. Es gibt in jeder Himmelsrichtung hier unbefestigte, aber verdichtete, naturbelassene Wege in den Wald, an den Feldern vorbei. Also top. Die Adresse steht zwar auch unter dem Video, aber ich sage es jetzt noch mal ganz eindrücklich: Blankenweg 6. Das ist die Hausnummer, die vorne nicht steht. Auch an der Straße gibt es kein Hinweisschild. Ihr fahrt einfach an dem Geblumengeschäft den Weg rein. Schön sind diese ganzen liebevollen Details, die gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, wenn ihr hier auf dem Gelände seid. Hier ein Vogelhäuschen, da war's, hier war's, Ententeich. Und viele liebevolle Ideen, die schon umgesetzt wurden oder in der Umsetzung sind. Wie hier diese eingelassene, gemauerte Feuerstelle mit dem Feuerkorb, wo man dann abends auch gemeinsam halt drumherum sitzen kann. Was super ist, es gibt keine Parzellierung. Man hält sich irgendwie so daran, dass man in der Nähe der Steckdose ist, wenn man sie braucht. Es gibt keine vorgeschriebene Richtung. Stelle ich links, stehe ich quer, stehe ich um mich drumherum gewickelt. Geht alles. Und was noch im Aufbau ist, ist die Grauwasserentsorgung am Platz, wo man steht. Und was schön ist, sind diese kleinen, netten Spielereien am Rande. Blenden wir mal eben ein. Hier ein Vogelhäuschen, da eine Gießkanne. Bilder ab! Und was auch ist, diese Picknicktische, gibt es eine Anekdote zu. Kommst du hier hin mit deinem Wohnwagen, hast keine Stühle mit und nichts und das Wetter wird auf einmal gut, hat es hier auch schon gegeben, dass der nette Roloff, unser Betreiber hier, ja eben mal mit dem Traktor ankam und dir so eine Picknickgarnitur vor deinen Wohnwagen gestellt hat. Wo gibt es sowas? Also da gibt es die dollsten Geschichten um die zwei. Die sind super sympathisch. Die haben hier abends mal Eis selbst gemacht und sind mit ihrem Eisbottich hier rumgelaufen und haben das an die, die hier standen, verschenkt. Oder morgens mit frischen Eiern, die ihr aber auch hier kaufen könnt für zu Hause, Eier verteilt. All das gibt es. Und was auch ist, am Zu muss der Roloff auch arbeiten, wie wir gerade hören. Ist das erste Mal, das auf dem Sonntag. Ja, ist halt Landwirtschaft, ne? Und was auch ist, wir sind ja zum Obelink gefahren. Auf dem Platz stehen hier überall verteilt diese netten Bistrostühle. Die haben wir einfach genommen, damit unser Wohnmobil markiert und sind dann für ein paar Stunden shoppen gewesen. Und als wir wieder kamen, haben wir die wieder weggestellt. Und es gibt hier, leider steht da hinten jemand, aber das zeigen wir trotzdem, da hinten auch so eine selbstgebastelte Sitzmöglichkeit aus Traktorsitzen, die finde ich sowas von originell. Aber erst zeigen wir euch noch Strom und Wasser und dafür gehen wir mal hier vorne an eins dieser Versorgungssäulen. Meine Frau hat einen Vogel. Schön sind die mit Details verzierten Versorgungsstationen. Wir haben hier eure Steckdose. Die Frischwasserversorgung, die hier gerade aber an der, wie wir es geschafft haben, Zapfstelle defekt ist, das Gewinde dreht durch. Wir haben da unten den Sickerschacht schön eingelassen im Backstein und nochmal zwei Einführungen für euren Abwasserschlauch. Also Grauwasserentsorgung ist da. Wir können nochmal eine andere Station nehmen und gucken, wie es da mit dem Wasser aussieht. Auf jeden Fall
Vorne war eine Wasserzapfstelle, die definitiv funktioniert hat, aber da war keine Grauwasserentsorgung an der Stelle. Ist alles im Aufbau und ich muss zur Verteidigung sagen, das eine oder andere ist ein bisschen zugewachsen. Also wir haben da unten jetzt erstmal die Brennnesseln ein bisschen beseitigt. Die Betreiber haben momentan riesige Probleme mit der Blauzungenkrankheit ihrer Schafe. Die Schafe dienen nämlich hier nicht zur Fleisch- und Wollversorgung, sondern zur Fressmiete. Das heißt, die Schafe werden anderswo eingesetzt, um Grasflächen flach zu halten. In Industriegebieten, auf dem Deich, das kennen wir ja. Und wenn du dann auf einmal, kommen Wanderer, auf einmal innerhalb von kürzester Zeit, in einer Woche 100 Tiere verlierst, hast du natürlich andere Probleme als ein paar Brennnesseln, die gerade in deinem Platz sich ausbreiten. Von daher schauen wir mal da drüber weg und drücken die Daumen, dass die Blauzungenkrankheit Geschichte ist. Kleines Update zur Wasserversorgung. Es funktioniert nur die Zapfstelle vorne an der Einfahrt. Wir haben sie jetzt alle durchgedreht. Sie sind alle abgestellt. Den Grund kann ich euch nicht nennen. Deshalb sind sie auch wohl mehr oder weniger zugewachsen, weil sie noch ohne Funktion sind. Vielleicht ist die Leitung nicht da oder die Frostschäden. Das weiß ich nicht. Da der Rohloff gerade da hinten mäht, kann ich ihn auch nicht fragen. Könnt ihr ja mal für mich machen. Schreibt es in den Kommentaren. Dann weiß ich, warum das Wasser da nicht funktioniert. Hier dieser kultige Treckersitz. Rondell. Der Rondell, ja klar. Finde ich ganz originell. Was zu beachten ist, ist natürlich, die Wiese verfügt über Maulwurfshügel. Und Tierkot, wo so eine Gans wackelt, macht die auch schon mal ihre Hinterlassenschaft oder so ein Schaf. Das müsst ihr natürlich auch beachten, dass ihr, wenn ihr draußen seid, eventuell aufpassen müsst, wo ihr hintretet, solltet ihr barfuß laufen. Fahrradwege, Wanderwege, jede Menge. Wir haben ein gut ausgebautes Radwegenetz, das vorne von der Hauptstraße sehr gut ausgeschildert in die Niederlande wie nach Deutschland geht. Hier hinten gehen gute Wanderwege vorbei, auch ein Radwanderweg etwas weiter, der aber von hier aus gut zu erreichen ist. Und in einem Kilometer in Oerding in Deutschland haben wir einen Discounter und einen Bäcker, wo ihr einkaufen könnt. Wintersweg ist von hier ca. 6 Kilometer entfernt und dort haben wir richtig schöne Lokale, eine gute Einkaufsmeile in der alten Innenstadt sowie den ein oder anderen Discounter, wo ihr dann auch eure Sachen kaufen könnt, inklusive Fahrradgeschäfte, Baumärkte und ähnliches. Und dann haben wir hier vorne direkt eine Tankstelle. Fahrt weiter die nächste Richtung Wintersweg. Die ist in irgendeinem Hinterhof von einem Bauernhof. Diesel 1,48 heute am 18. August 2024. Das ist mal ein Preis. Den hatten wir das letzte Mal, letzte Woche nur in Luxemburg. Top. So, wir zeigen euch mal weiter, was es hier noch zu entdecken gibt, weil ab jetzt wird es tierisch. Müllentsorgung passiert hier. Es steht eine Restmülltonne da, in dem ihr euren Restmüll einwerfen könnt. Alles andere bitte zu Hause entsorgen. Und direkt daneben, und wir sind hier auf dem Gefieder-Highway, weil dort vorne ist der Bauernhof mit den Stallungen. Und hier ist die Einflugschneise der Gänse, Enten, Truthähne, Fasane, die dort planschen gehen. Da das Ganze ein Überlaufbecken ist, aktuell nicht komplett gefüllt, vor allem frage ich mich, wer da eine Tüte mit Hundekacka reingeworfen hat, finde ich jetzt nicht so gut. Jetzt gerade ohne Tiere, komischerweise gehen die immer so gegen 17, 18 Uhr baden und dann sitzen die hier auch auf den Pfählen und so weiter. Das ist richtig schön. Und du hast ja auch deine Uhrzeit, wenn du duschen hier ist. Ja, und vor allem die haben schwarze Gänse und schwarze Enten, ganz seltene Tiere. Die Bilder zeige ich euch einfach mal. Wenn die nicht hier sind, ich habe sie ja mich fotografiert für euch. Foto ab! Ihr könnt hier naturbelassene Schaffelle zu einem relativ guten Preis erwerben. Fragt einfach mal die Tessa nach einem Schaffell. Die Qualität soll sehr gut sein,
Ich habe den ein oder anderen Bericht dazu schon gelesen. Und die, die ich gesehen habe, die sahen echt klasse aus. Wenn ich sie gleich sehe, werde ich sie nämlich für uns auffragen. Schafsfell auf dem Campingstuhl, wenn du abends in den Wintermonaten draußen sitzt, das ist nämlich schon was Feines. Habt ihr was für euren Tee und Magenschmerzen vergessen? Hier wächst wilde Minze. Einmal normale, nee, das ist Zitronenminze. Hier vorne haben wir marokkanische Minze, die mit den großen Blättern, und jede Menge Oregano. Also von daher, die Kräuterhexe hat gesprochen. Im weiteren Aufbau befindet sich dieses schöne Kräuterhochbeet, das bestimmt demnächst in Nutzung genommen werden kann. Holzexperte Alfred sagt, das ist ganz frisch. Ich habe auch schon gesehen, nämlich wo die Kräuter stehen, die hier eingepflanzt werden sollen. Wenn ihr den Weg Richtung Haus weitergeht, kommen wir auch schon an das zukünftige Sanitärgebäude. Noch nicht ganz fertig, ist im Aufbau. Die Toilette ist noch an der alten Stelle, aber das zeigen wir jetzt euch alles. Und schön ist gegenüber die ganzen Tiere. Und das sind eure Nachbarn. Die kommen auch mal bei euch am Platz vorbeigelaufen. Und ganz süß, mein Highlight ist die Fasanen. Quatsch, jetzt sag ich schon wieder Fasanen, die Pfauenmama mit ihren beiden Jungen. Zeige ich euch mal. Ja, genau. Die können da auch teilweise raus. Also von daher Freilandhaltung. Na, hier habt ihr noch mal, dass dieser historische Hof demnächst ein Campingplatz wird. Also da habt ihr wieder die Liebe zum Detail, den alten Vogelkäfig, die alten Balken, die mit eingebracht worden sind, die alten Nägel, die dranhängen. Dann, Alfred, geh mal ein Stück zurück. Hier oben das schöne Bleiverglasungsfenster. Also da sind viele tolle Details eingebracht worden. Das wird mal ein richtiges Kleinod, glaube ich. Ist im Bau. Corona hatte da leider seinen Zoll dran, dass danach die Baupreise, also die Materialienpreise, so katapultiert sind, was das Ganze ein bisschen ausgebremst hat. Für den Fall, dass ich es noch nicht gesagt habe, es sind ca. 20 Stellplätze. Und ihr habt hier durch die Grenznähe das deutsche Mobilfunknetz, sodass ihr hier mit eurem Handytarif innerhalb Deutschlands noch weiter surfen und telefonieren könnt. Was das hier gibt, kann ich euch nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Außenspülbereich werden könnte, der überdacht ist. Oder Katze. Oder ja, ich weiß nicht was. Wir haben auch hier hinten noch einen Anbau, der vielleicht auch die Spülküche werden könnte. Wir gehen da mal außen rum, wir zeigen es mal. Es wird alles hier wirklich mit alten Materialien gebaut. Also Alfred hat immer geguckt, meine kleine Farm, ne? Das war so ein Ostdeutschland. Wenn ich dies sehe, habe ich meine kleine Farm. Mehrere hunderte Jahre alter Hof, den die mit eigenen Mitteln aufgebaut haben. Das erinnert mich da gerade sehr stark dran. Wenn du so einen historischen Hof instand setzt, gibt es ja auch hier und da, wenn Denkmalschutz drauf ist, sehr viele Auflagen, dass du da auch nicht einfach was machen kannst. Du musst ja auch dann teilweise historisches Material verwenden. Ist zumindest in Deutschland so. Da kannst du nicht einfach ein Fenster reinmachen. Da musst du dann schon wieder spezielle Sachen nehmen. Aber da scheint auch noch was zu entstehen. Was es wird, kann ich euch leider an der Stelle jetzt nicht verraten. Auf jeden Fall ist hier noch jede Menge Arbeit. Vielleicht hat der ein oder andere Lust, ja hier zu helfen.
ruft einfach die Tessa mal an. Und hier haben wir einmal ein WC etwas anders. Het je mag. Dort könnt ihr euch auf dem stillen Örtchen zurückziehen. Vorbei an einem gemütlichen Picknicktisch, einem Nagelblock und auch hier, wie da unten in der Ecke mit den Klumpen, überall nett dekoriert. Ihr öffnet die Tür. Ihr könnt von innen mit der Scharre hier auf besetzt machen. Und dann haben wir hier auch schon die Toilette. Und was ihr wissen sollt, da oben haben wir unser Betreiberpaar. Tessa und Roloff nehmen auch an Mittelaltermärkten teil. Und so sehen sie dann aus, wenn sie unterwegs sind. Wiedergutmachungskondom. Aha. Und hier haben wir einmal modernes Toilettenpapier und nostalgisches. Das ist nostalgisches Toilettenpapier. Und dann könnt ihr hier ganz normal euer Gedöns verrichten. Dafür müsst ihr den Deckel heben und dann könnt ihr dort ganz normal in die Keramik eure Hinterlassenschaft machen. Spülung haben wir da. Toilettenpapier, Toilettenbürste, also und der Elektriktrick funktioniert auch. Und ein Haken, falls es euch und dabei ein bisschen warm werden sollte. Hier haben wir das WLAN. Ne, das ist was anderes. Und ja, habt ihr schon mal so eine Wassertoilette gesehen? Sieht aus wie ein Plumpsklo. Ich habe mal eine Tante gehabt, die war schon mega alt, die hat in einem Fachwerkhaus gelebt und die hatte echt nur ein Plumpsklo. Und wir Kinder haben dann immer so lange aufgehalten, dass wir schnell zur Oma gelaufen sind, die nämlich seit neuestem kein Plumpsklo mehr hatte. Ich bin nicht so alt, aber die haben so lange an ihrem Plumpsklo festgehalten. Gegenüber haben wir einen Eierverkaufsstand, wo ihr frische Eier kaufen könnt. Bei so vielen Hühnern gibt es natürlich auch frische Eier. 6 Stück für 1,50, 10 für 2,50. Die waren gestern noch rappelsvoll. Wie gesagt, wir stehen da hinten nur mit einem Wohnmobil. Die scheinen hier von den Fahrradfahrern schon mitgenommen worden zu sein. Also von daher könnt ihr in der Kasse das Geld einwerfen und schon habt ihr frische Eier. Gegenüber haben wir auch schon einen Teil der Schafherden, die hier von den beiden, ja, betreut, wie auch immer, werden. Und alleine, wenn du hier einmal nur um den Bauernhof darum herum gehst, hast du schon so viele Tiere, da musst du anderswo schon Eintritt verzahlen. Da ist Strom drauf. Auf dem Zaun, du merkst auch nichts mehr, ne? Ja. Und dann habt ihr hier auch direkt die Schafe gegenüber von der Einfahrt zum Stellplatz. Und hier vorne, direkt rechts vor der Einfahrt auf unsere Wiese wieder, haben wir die All-in-One-Entsorgungsstation. Hier könnt ihr euer Grauwasser ablassen und auch eure Chemietoilette entleeren. Es steht ein Eimer mit Wasser bereit, wo ihr die Kassette mitspülen könnt. Je nachdem müsst ihr drüben an der Zapfstelle neues Wasser holen. Es steht zwar auch ein Wassertank da, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das Wasser da rauskriegen soll. Ich weiß auch nicht, wie da Wasser reinkommen soll. Ich denke mal, steht da nur zufällig und hat damit nichts zu tun. Ja. Nein, ich mache kein Fazit an der Entsorgung. Das Fazit aus dem Grünen zu einem Minicamping im Grünen. Viele, viele super Ideen. Für den Preis von 15 Euro haben wir anderswo auch schon mit Lärmbelästigung in ähnlicher
Verfassung des Platzes gestanden. Plätze, die gehypt werden. Von daher muss ich sagen, viele gute Ideen. Vieles, was wir schon in Angriff genommen hätten, wären wir es, beziehungsweise beibehalten hätten. Von daher bin ich gemischt zwischen die Lage, die Ruhe, super. Die Idee mit den Tieren finde ich alles genial. Es ist wirklich zum Entschleunigen. Es ist Balsam für die Seele. Die Bewertungen des Platzes sind grandios. Es ist ein Geheimtipp. Er ist nicht, es gibt keine Homepage, es gibt keine Schilder. Er ist in den Apps nur als Bauernhof gelistet. Von daher sage ich mal, auf dem Hinblick, ich will irgendwo hinfahren, ich will ländlich stehen, ich will Ruhe haben. Ich bin autark, ich habe meinen Strom, den noch, ich kann mir Wasser zapfen, das reicht mir, würde ich mal sagen. Ich hätte die Brennnessel ein bisschen geschnitten. So. Also von mir bekommt er einen, wenn ich wiederkomme und er aufgeräumt hat, dann bekommt er noch den zweiten, weil der Platz ist eigentlich super, hat Potenzial, das man natürlich schon noch ausnutzen sollte. Wir und es sind viele Sachen, die nur Arbeit kosten und kein Geld. Das würde ich mal investieren. Also wir Rheinländer sagen ja, es ist hier und da ein Rümpelsboot. Das haben wir euch bewusst nicht gezeigt. Man muss ja nicht dahin gucken. Es ist auch nicht direkt vom Platz aus zu sehen. Aber wenn ihr hinfahrt auf dem Einfahrbereich, da gibt es eine alte Kutsche. Da liegen leere Colaflaschen drauf, Spläuche, Stacheldraht, Lappen, Decken, alles Mögliche. Das Ding ist wunderschön. Ich hätte das Gerümpel weggeräumt. Ich hätte alles hier hinter der Entsorgung in diesen Abstellbereich, in diesem Fährschrein getan. Ich hätte hier und da die Brennnesseln was gekürzt. Er ist eben auch mit dem Mähdrescher gefahren und hat Gras geschnitten. Warum hüpple ich nicht mal eben durch die Brennnesseln? Klar, da können kleine Tiere drin sitzen und. Aber mit der Sense oder so, man muss jetzt nicht da die Versorgungsstationen zuwachsen lassen. Das wird nachher ein Chaos, das dann wieder frei zu bekommen, wenn sie funktionieren sollen. Wir hätten nicht in jeder Ecke was rumliegen, ja, was auf dem Hof ist. Es ist privat, aber da das Sanitär dahin soll und man zur Toilette auch da drüber geht, hätte ich zumindest in der Einflugschneise meiner Besucher das ein oder andere auf Seite gestellt. Daher von uns diesmal nur halbe Pluspunktzahl. Und daher sind wir neugierig. Sollten wir noch einmal herkommen, was sich alles getan hat? Wie gesagt, man hat hier natürlich auch noch andere Sachen. Man ist Schäfer, man lebt mit den Schafen auch draußen, wo sie laufen und wo sie sind und hat andere Sorgen. Aber wenn ich so eine Idee habe, muss ich sie auch weiter ausführen. Einfach am Ball bleiben. Genau. Und von daher sagen wir, es war nicht schlecht. Es könnte besser sein. Wenn wir in die Gegend fahren, haben wir andere Plätze, die wir nehmen würden. Es wäre eine Möglichkeit, auszuweichen, wenn die voll sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der Friso von Erwe Buckmann, was der in einem Jahr auf seinem Bauernhof gestemmt hat, ist dagegen. Ja. Eine Explosion. Anders kann ich es nicht sagen. Von daher, es war ein nettes Wochenende, es war echt toll. Aber die 25 Mückenstiche, die hätten nicht sein müssen. Von daher, bleibt dran. Guckt mal, ob es mich nächste Woche auch noch juckt. Mich juckt es gerade noch zu sagen an der Stelle, lasst uns doch ein Abo da. Für jeden Mückenstich am besten eins. Liked es, schreibt in den Kommentaren. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzusehen, wenn es an den nächsten Stellplatz geht. Ich sag wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.